Willkommen zurück bei Tomb Raider und mitten in der Action, liebe Freunde, wo wir ja hier auf diesem lustigen Flugzeug sind, wo unsere Freunde drin gefangen sind und wir müssen mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Da haben wir letzte Folge direkt mal versagt. Ich glaube, wir müssen die Dinger hier aufkurbeln und dann in die Luft sprengen. Bin mir da aber nicht sicher, ob da das Rätsels Lösung ist. Mach mal, liebe Lara, und dann sprengen wir das einfach mal hier in die Luft. Da vorne sind ja Pfeile. So, und wir machen mal einen Bumm. Ja. Ups. Ja, das hat ja funktioniert. Mensch, da haben wir die ja gerettet. So, entkommen Sie aus der Kaverne. Ja, jetzt muss ich natürlich noch entkommen. Kann ich hier dran springen? Ja, kann ich. Gut, jetzt muss ich hier rüber irgendwie. Ach du Scheiße, das ist doch nicht der... Hilfe! Ernst? Alles wackelt, alles bricht zusammen. Die ganze Höhle ist hier kaputt. Wir sind draußen, aber alles stürzt ein. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Alter! Nein, ich muss hier weg, ey. Aber dringend. Puh, Alter! Ey, ich hätte echt eine Feuerausrüstung mitnehmen sollen. Ein Feuerlöscher. Ach, jetzt ist die Tür hier auch noch zu. Mach die Tür auf! Aber sofort, ich muss hier raus. So. Ach Gott, oh Gott. Hier steht ja alles in Flammen. Kacke! Und nun? Ach Gott, jetzt muss ich mich hier durchquetschen. Ach Gott, oh Gott. Upsa. Ja, schönen guten Tag, dass ihr gegrillt seid. Gegrillte Typen. Ach, hier hätte ich gucken können. Das ist mir jetzt auch egal. Alter, das ist doch nicht feierlich. Ich komme hier raus, glaube ich. So, mal hier schön. Au! Ach du Kacke. Die ganze Insel fliegt in die Luft. Was habe ich getan? So, hier rum, da rüber und dann. Ach du Scheiße. Schnell mal hier hoch. Oh Gott, ob das jetzt der beste Plan ist, ich weiß das nicht. Ups, wo muss ich denn hin? Ach, darüber muss ich, glaube ich, wa? Ja, spring mal, Lara. Ach du Scheiße. Flammen des Inferno. So, und da kann ich hoch. Ups, der sieht nicht gesund aus. Der sieht gut durch aus. Das war nicht mehr Medium. So, und nu? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob das hier der richtige Weg ist. Ach, die werden einfach mal kurzerhand weggefackelt. Gucken wir mal, der Loot. So. Wohin, wohin? Links, rechts? Ich weiß es nicht. Oh, falsche Richtung. Da lang. Da ist alles in Flammen. Ach du Scheiße. Das ist Matthias. Was ist das denn hier? Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos gab. Was interessiert Matthias so daran? Gut, ja, da gab es Informationen über Messias und Himiko und den Sturm, wie wir vielleicht hier wegkommen. Achso, Moment, stopp! Daran springen bitte. Und nu? Ich weiß es nicht. Oh, das war vielleicht jetzt hier nicht der beste Plan. Au, da schießt jemand auf mich. Geh weg, ey! Ich hab grad keine Zeit, mich hier zu wehren. Glaube ich. Fliegt der jetzt in die Luft? Ist der tot? Nein, der lebt noch. Die leben alle noch. Ach, jetzt ist er tot. Au, 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 au. Ja, die brutzeln natürlich gut vor sich hin. Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Jetzt bin ich hier mitten in so einem Tempel. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, ja. Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle.
Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte, ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Mathias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, Kleine. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, ja, das ging ja schnell mit dem Leben. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist der? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Lara! Ah! Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! Tja, die Forscher haben natürlich in diesen Spielen immer gehörig einen an der Omme, aber so richtig an der Murmel. Den geht ja gar nicht klar. So, kann ich den mal hier bitte... Achso, da kann ich nicht, da ist nämlich hier so ein Stäbchen im Weg. Alter, sind hier echt die Stäbchen im Weg? Was ist das für ein Käse? So, jetzt endlich mal. So, dich da bitte auch noch. Und da hinten kommen... Ach, da sind noch mehr. Da werden ja immer mehr, mehr und mehr. Achso, jetzt muss ich mal hier weg. Ja, komm, komm, komm. So, zack. Mal ein bisschen Sand in die Augen. Und jetzt mal schöne Todeskombination. Aua. Stehst in den Flammen. Tut dir das nicht weh? Ich glaube, mir tut das aber weh. Der cheatet. Das ist ziemlich unfair. Warum kann der da drin stehen und ich nicht? Ja gut, also da werde ich nicht nochmal reingehen. Und ich nehme... Ach, die schießen mir halt die Deckung hier weg. Verstehe. So, Kopfschuss. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Guck mal, ob ich jetzt erstmal hier ein paar von diesen lustigen Pfosten hier... Gib mir mal jetzt hier die Knarre. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt machen wir mal den Rambo-Playstyle. So, dann kriegen wir doch mal auch mal hier was tot. So, da ist einer. Der ist auch weg, wenn ich jetzt nicht nachladen müsste. So, hier mal weiter Deckung suchen. So, und in den Nahkampf wechseln, da sind wir ja mal ziemlich flexibel. Da hinten ist noch so ein Moped-Mann und da auch. Ach, der ist schon tot. Soll mir recht sein. Ach, das werden ja immer mehr. Das weniger werden es mehr. Ist ja endlos Respawn-Time oder was? Gerade mal gar nicht schön. So, ist auch weg. Oh. Ey, die fackeln hier alles ab, die Irren. Geht doch weg, ey. So, lad mal nach. Ach, da vorne ist noch einer. Den sehe ich. Da. Ja, komm du mir mal näher. Ich loote mal derweil. Und dann mal in den Nahkampf. Mal schön Sand ins Auge und dann von der eigenen... Alter, was ist denn das für ein Typ? Au! Was war denn das? Was hat mich jetzt getötet? Hat der seine... Boah, Alter! Nee, jetzt schon. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Und der Loot ist mir gerade auch mal ziemlich
80. Egal. So, mal ein bisschen Lebenspunkte regenerieren. Ach, gut. Einmal durchatmen, bis 3 zählen. 1, 2 und ganz ruhig spielen und nicht hektisch werden. So, das ist halt immer das Böse daran, wenn man dann irgendwann hektisch wird, klappt es dann gar nicht mehr. So, der lebt aber noch. Den habe ich nicht erwischt, glaube ich. Ja, da vorne ist er. Oh, keine Ahnung, da muss ich mal wegrollen. Ah, da ist noch einer. Ach, hier ist auch noch einer. Den haben wir gar nicht gesehen. Gehen wir bitte weg. Der lebt immer noch. Wie viel hält er? Also das verstehe ich nicht, warum da immer einer dabei ist, der auf einmal so viel aushält und augenscheinlich nicht anders aussieht. Ich schaue mich ja jetzt gerade nicht sehr geschickt an. Upsa. So. So. Der lebt noch. Jetzt Granaten sind wieder nach mir. Verstehe ich. So, du bist weg. Ich gehe mal hier hinten rum. Ja, genau. So. Du bist auch weg. Du auch. Und... Ach, du nicht. Weil keine Munition hat, ne? Ach, das sind direkt 2 hintereinander. Lad mal nach, Lara. Dann können wir nämlich hier den da noch erledigen. Ach, der ist tot. Gut. Bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt läuft's gut. Ah, da sind noch welche. Der hat... Ach, der wurde mit seiner Expo erledigt. Den habe ich auch erwischt. Oh, oh, oh. Hier fliegt gerade wieder alles in die Luft. Lad mal nach. Was sind das denn jetzt für Leute? Ach, Captain, du Panzermann. Ist ja feierlich, ey. Alter Schwede. Von wo schießt der denn? Hä? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Hier ist ja alles in Flammen. Aber gut, okay, jetzt geht's an dem Punkt weiter. Ach so, dann nehme ich doch jetzt einfach mal. Komm, jetzt ist mir das auch egal. Schrot in der Zeit. Oh, ole. Boom. 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 Ich weiß nicht, was mich da so schnell tötet, weil augenscheinlich die schießen ja überhaupt nicht. Und der hat doch nur so eine Pike, oder nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht der das? Schieß mal auch auf den. Captain Mann. Alter Schwede, ey. So, den habe ich mal einfach einen Pfeil in den Kopf gehauen. Und den auch. Hä? Also muss man aus dem eine Mischung zwischen Ausweichen und Kontern machen? Ich weiß es nicht. Eine Art Mini-Boss hier gerade. So, Stoßflinte bitte. Der interessiert den halt überhaupt nicht. Und ich schieße daneben, das interessiert mich wiederum. So, jetzt habe ich dich mal getroffen. Und nochmal. Ach, jetzt bist du auch tot. Da ist ja schon mal ein Anfang. Und jetzt habe ich hier noch den 2. Ja, komm du mal. Captain Brotschnitte. Hör doch mal. Hör doch nicht auf zu schießen. Captain Brotschnitte. Rennt ins Feuer. Alter Schwede, ey. Was ein Spasti. Ist natürlich realistisch, dass die Mobs direkt mal einfach ins Feuer rennen. Weil sie sind ja immun mit ihren dicken Panzermoped-Platten. So. Ich gebe mir den Sackmann raus. Bumm. So, jetzt möchte ich erstmal bitte wieder meinen Bogen haben. Und wo muss ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Erstmal muss ich Sam finden. Kämpfe sich den Weg aus dem Palast frei. Aha. Noch mehr kämpfen. Oder explodieren die wieder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße, das ist doch nicht euer Ernst. Ich hätte auf Nachladegeschwindigkeit skillen sollen. Ich hätte es gewusst. Alter, wie viel halten die denn mittlerweile aus? Das ist ja nicht mehr feierlich. Ach, da kommen noch mehr. Muss man nachladen. Moment. Kurz mal ein Gespräch führen, bitte. Ich habe gerade keine Zeit. Tschüss. Ach, ja, ist klar. Granaten, Mann. Geh... Bitte einfach doch mal gepflegt sterben, ey. So, in etwa. Stell ich mir das doch bitte vor. Ach, da ist noch einer. Geh mal bitte.
weg, ey. Ich möchte mal looten. Alter Schwede, ey. Ja, aua, Feuer. Heiß, nicht gut. Schmerz, aua. Ich vermute mal, so actionreich wie die letzte und diese Folge abgeht, wie schwer die Gegner plötzlich werden, dass wir, glaube ich, kurz vorm Ende des Spiels sind. Vermute ich mal so fast. Dass das so die Endszenerie ist, ich bin mir nicht sicher, aber deutet ja so ein bisschen darauf hin. Weiß ja nicht, was denn dann noch als Climax kommen soll, wenn das hier nicht schon der Climax ist. Also, ja, schieße ich da daneben. So, ich muss mal nachladen. Oh Gott, nee, doch mal weg von mir. Ach, da kommt wieder Captain. Captain Schildmann, ich hab ihn vermisst. Ach, jetzt treffe ich noch nicht mal, wie schlecht. Ach man, komm mal bitte zu mir. Hasi, Mausi. So, dann kann ich dich mal ja auch ganz eben mal dein Gehirn untersuchen. Du hast einen Hirntumor. Den musste ich mal ganz kurz diagnostizieren und rauspulen. So, jetzt geht's dir auch besser. Du wirst nicht mehr dran sterben. Aber leider bist du bei der OP gestorben. Tut mir nicht leid. So. Oh Gott, oh Gott. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, ich muss erstmal nirgendwo hin, liebe Freunde. Denn ich muss mal die Folge ganz kurz beenden und sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Wie viel Schuss haben wir denn? Ja gut, haben wir gut wieder was gelootet. Ja, und ich sage, wir schlagen uns den Weg weiter in der nächsten Folge. Bis dahin.